Heute möchte ich euch so ein bisschen zeigen und erklären, wie ich dabei vorgehe, wenn ich ein neues Bild anfange. Und in meinem letzten Video habe ich euch schon viel erzählt, aber ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und ihr könnt es live erleben. Ich habe mir dieses Bild dafür ausgesucht. Das ist aus dem Album Secret Garden von Joanna Bassford. Und ich werde jetzt nicht live das ganze Bild malen, sondern euch einfach Ausschnitte zeigen und ein bisschen was dazu erklären. Das letzte Bild, das ich gemalt hatte, war ja der Goldfischteich. Das war dieses Bild. Das hatte ich in meinem letzten Video als Beispiel genommen und euch so ein bisschen was über meine Anfänge mit der Malerei zu erzählen. Und ja, wie ihr seht, die Seite ist sehr farbenfroh. Ich habe sehr viele strahlende Farben genommen, sehr viele helle Farben, einfach fröhlich, und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wirklich gefallen. Aber jetzt steht der Herbst vor der Tür. Man merkt schon, die Blätter fallen ab, die Blätter verfärben sich und es ist einfach sehr schön. Ich liebe die Herbstzeit. Ich sitze hier auch mit meinem Körnerkissen und ja, bin einfach gemütlich zu Hause. Und deswegen, weil ich gerade so in der herbstlichen Stimmung bin, habe ich mir überlegt, dass ich dieses Bild in Herbstfarben male. Und zwar habe ich ein bisschen gegoogelt. Oh, so rum ist besser. Und mir ein paar Farbpaletten rausgesucht. Ich würde gerne mehr herbstliche Farben nehmen, aber nicht strahlende Herbstfarben, sondern mehr gedeckte Farben, ein bisschen, die mehr ins Dunklere gehen. Und einfach um mal verschiedene Farbvarianten oder Farbkombinationen auszuprobieren, die ich noch nicht hatte. Man muss sich ja immer ein bisschen fördern. Und ich glaube, das sieht jetzt auf dem Bild sehr anders aus. Oder im Video sieht es sehr anders aus als hier bei mir auf dem Schreibtisch. Macht wahrscheinlich das Licht. Naja, aber ich werde auf jeden Fall das Bild auch mit bei mir ins Video schneiden, dass ihr mal das Original seht. Und ich habe hier auch noch so ein paar andere Farbpaletten rausgesucht. Also es gibt unglaublich viele Herbstpaletten. Das hier hat mir sehr gut gefallen. Also das werde ich auf jeden Fall mit in meinem Grünzeug auf dem Bild übernehmen. Diese Grautöne, Salbei und dieses Olivgrün, das ist richtig schön. Dann habe ich auch noch Herbstbilder rausgesucht, um mal so ein bisschen zu schauen, wie so die Farbkombination in der Natur ist. Und ja, ich bin einfach fasziniert davon, wie viele Farben es einfach im Herbst gibt. Und die Farben sind wild durcheinander kombiniert und sehen immer wieder klasse aus. Deswegen mache ich mir eigentlich keine so große Sorgen, dass ich irgendwas falsch machen könnte. Ja. Ich freue mich jetzt auch schon richtig damit anzufangen. Ich habe anhand der Farbpaletten, die ich mir hier rausgesucht hatte, diese Farbpalette habe ich genommen als Beispiel, und anhand dieser Farbpaletten habe ich mir Stifte rausgesucht, indem ich mein Color Chart genommen habe und so ein bisschen ja dran gehalten, welche Farbe denn so am besten zu den Stiften passt. Das ist sehr dunkel. So macht es nicht besser. Ah, jetzt ist besser. Und diese Farbe hier passt zum Beispiel ganz gut. Ich schiebe mal runter. Diese Farbe, merkt sie euch, passt ganz gut
zu dieser Farbe hier, hier oben. Das ist so ein Orangeton. Und dann habe ich so ein mittleres Gelb. Hier oben die Gelbtöne sind mir einfach zu strahlend. Ich habe mir dann ein Gelb von denen hier unten ausgesucht und einfach gemerkt, dass diese Farbreihe hier, die ich hier in der Mitte habe, dass die sehr herbstlich ist. Und ich habe mir da einige Farben rausgesucht und versucht, damit verschiedene Farbkombinationen zu machen. Das ist nicht ganz so einfach. Bei meinen Mandala-Malübungen habe ich gemerkt, wenn ich mir so eine Farbpalette nehme, wie ich die euch gerade gezeigt habe. Das sind so als Beispiel 5 oder 6 Farben. Wenn ich mir so eine Farbpalette nehme, merke ich ganz schnell, dass mit 5 oder 6 Farben mein Bild einfach nicht so schön aussieht. Man ist sehr eingeschränkt, man ja, merkt, dass man die Farben immer und immer wieder wiederholt und irgendwann mal macht das Bild auch keinen Spaß mehr. Mir auf jeden Fall nicht. Ich habe im Internet super viele sehr schöne Monochromatikbilder gesehen, wo wirklich nur eine Farbe in verschiedenen Farbtönen benutzt wurde, aber ich glaube, ich möchte es irgendwann mal ausprobieren, aber jetzt mag ich mehr die Vielfalt. Und ich habe mir diese 5 Farbtöne genommen, die ich euch eben gezeigt hatte hier mit auf meiner Farbpalette. Ich habe mir diese 5 Farbtöne genommen und mir einfach Farben dazu ausgesucht, die passen, um so ein bisschen so einen Gradienten zu erstellen, von dunkel nach hell. Und natürlich auch gedeckte Farben. Und die habe ich mir dann auch rausgesucht. Und ich nehme meine Farben dann direkt aus meiner großen Mappe raus, in diese kleine rein und sortiere die dann auch. Ich muss nicht immer alle 4 Farben nehmen, die ich mir als Gradienten rausgesucht habe. Das sind zum Beispiel diese 4 hier passen zusammen, diese 4. Ich kann auch für manche Blumen nur die ersten 2 nehmen oder die letzten 3. Das ist völlig egal. Und während des Malens merke ich wahrscheinlich auch, dass sich andere Farben sehr gut kombinieren lassen. Es ist alles ein Lernprozess und es soll ja auch Spaß machen. Und ich habe mich auf diese Farben hier für die Blumen erst fürs Erste eingeschränkt. Und diese Farben für den Brunnen, die Farben für die Blätter und noch ein paar Brauntöne. Wahrscheinlich für den Boden oder bei dem Brunnen muss ich mal gucken, ob ich da Brauntöne noch verwende. Ich habe hier auch Platz gelassen, also da werden wahrscheinlich noch ein paar Farben dazukommen. Wie ich in meinem letzten Video schon erzählt habe, lasse ich die Farben in dieser Mappe. Ich mag es nicht, mehrere Projekte gleichzeitig zu haben. Ich bin jemand, der eine Sache anfängt und die dann auch zu Ende bringt. Deswegen ist es okay, wenn die Farben hier drinnen bleiben. Ich werde sie nicht vermissen fürs Erste. Wenn ich sie brauche, weiß ich ja, wo sie sind. Und dann habe ich nicht so viel Krempel auf dem Tisch. Die sind geordnet, die fallen nicht raus. Und ich kann sie schnell beiseite räumen, wenn ich merke, dass ich jetzt die nächsten Wochen doch keine Zeit habe. Wie so oft leider. Wer kennt das nicht? Ich glaube, ich fange jetzt auch an. Gemütliche Sitzposition holen und ich denke, ich fange mit dem Brunnen an. Ich nehme die 1067, 1065 und 1070 fürs Erste und fange an. Ich benutze an dem Rand meistens ein bisschen mehr Druck. Es gibt viele Theorien über Schattierungen, Schatten, wo man die Schatten setzt.
Peter Hewitt hat einige sehr tolle Videos, wo sie auch erzählt, wie sie die Schatten setzt, wie sie darauf kommt. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht merken. Ich mache das so ein bisschen aus dem Gefühl heraus. Ich denke jetzt, weil das der Boden ist, dass da die Schatten so ein bisschen enger gesetzt sind. Hier, weil dieser Stein an diesem Stein hier dran lehnt, dass der andere Stein vielleicht einen Schatten wirft. Und ich fange meistens immer mit der dunklen Farbe an. Drücke am Rand ein bisschen stärker auf. Und werde dann leichter, wenn ich zum Inneren des Steines komme. Ich habe viele Theorien über Malen gesehen mit diesen Stiften und ja, für mich einfach persönlich, ich finde es leichter, wenn ich in kreisenden Bewegungen male. Man sieht dann die Striche nicht so sehr, die Farben vermischen sich besser, gerade bei den Prismacolor-Stiften und ich finde es einfach schöner. So, jetzt gehe ich mit der etwas helleren Farbe, die 1065. Gehe ich jetzt leicht in das Dunkle rein, mit kreisenden Bewegungen, ziehe aus dem Dunklen raus und kann ich den zweiten auch gleich. Man sieht die Übergänge der beiden Farben nicht, wo die angefangen haben oder wo ich angefangen habe, diese Farben zu mischen. Und das ist der Sinn dahinter, warum man kreisende Bewegungen benutzen sollte bei so weichen Stiften. Und dann nehme ich die hellste Farbe, die 1070. Ich hoffe, mein Finger oder Kopf ist nicht vor der Linse. Das werde ich aber später sehen. So, ich habe als helleren Grauton einen Ton gewählt, der leicht ins Braune geht, weil ich ja dem Bild ein bisschen Wärme oder den Stein ein bisschen Wärme geben möchte. Sie sollen nicht so kalt aussehen, sondern sollen einfach ein bisschen wärmer aussehen. So, wenn ihr merkt, dass einige Stellen zu hell sind und da zu viel Papier durchschaut, geht einfach mit den Farben nochmal rüber. Nicht dolle, nicht drücken, in leichten kreisenden Bewegungen. Je weniger ihr am Anfang drückt, desto mehr Schichten könnt ihr aufs Papier legen und eure Fehler leichter überdecken. Ich neige dazu, eher eine schwerere Hand zu haben und zuvor eine dicke Schicht aufs Papier zu legen. Der Nachteil ist dann, wenn ich nicht richtig blende, die Farben vermische, dass ich hinterher nicht mehr die Chance habe, das zu korrigieren oder vielleicht noch einen anderen Farbton mit einzubringen. Und das ist traurig. Na, damit nicht jeder Stein gleich aussieht, setze ich den Schatten diesmal hier. Also, wie gesagt, ich bin nicht so der Schattentheoretiker. Vielleicht lerne ich es irgendwann. Ich gebe mir Mühe. Aber fürs Erste möchte ich einfach Spaß am Malen haben und mich nicht so mit der Physik beschäftigen, wo die Schatten hinfallen und einfach, ja, mich auf die Farben konzentrieren. Hier habe ich jetzt den hellsten Ton zuerst genommen, um das dunkelste Grau zu vermischen und nehme den mittleren Ton für die andere Ecke, so dass der Stein in der Mitte heller ist.
Und so würde ich jetzt für den Rest des Brunnens vorgehen. Mehr Druck am Rand, mit kreisenden Bewegungen hin leichter werden zur Mitte hin. Dann die mittlere Farbe nehmen. Bei den Rest nochmal mit drüber malen und wieder mit leichten kreisenden Bewegungen weiter malen. Und die hellste Farbe, den Rest ausmalen. Und ich würde nicht mit dieser Farbe auf jeden Fall über den gesamten Stein gehen. Bei manchen Farben geht das sehr gut, aber gerade diese kreidigen Farben, der Weißton, Cream, also dieses helle Beige-Gelb, dann dieses helle Grau, die sind sehr kreidig vom Auftrag her. Und deswegen würden sie das Schwarz, das ich in der Ecke gesetzt habe, ja nicht schwarz, sondern diesen dunkelgrauen Ton, den ich hier in der Ecke gesetzt habe, den würden sie so ein bisschen kreidig machen und das möchte ich nicht. Deswegen bin ich vorsichtig, dass ich mit diesen kreidigen Farbtönen nicht über den ganzen Stein gehe, sondern wirklich nur von der Ecke her ein bisschen hochziehe und das vermische, was vermischt werden muss, aber nicht ganz in den dunkelsten Ton rein. Ja, so werde ich den Brunnen dann weiter fortführen. Dann machen wir mal eins der Blätter. Dafür habe ich diese Farbkombination. Ich muss mal gucken, ob ihr es seht. Ach, jetzt. 1089, 1096 und die 908. Und ich denke, ich starte damit hier unten in der Ecke. Es ist ja häufig so, dass man automatisch unten am Blattrand mit der dunkelsten Farbe anfängt, so wie bei den Steinen. Mehr aufdrücken und mit leichten kreisenden Bewegungen eine helle oder eine leichtere Schicht nach oben ziehen. Dann mit der mittleren Farbe. Mit leichten kreisenden Bewegungen in der dunklen Mitte der dunklen Farbe anfangen und nach außen ziehen. Und mit der hellsten Farbe dann den Rest vermischen. Hier merkt ihr das auch, das ist ein kreidiger Farbton, deswegen würde ich nicht über das ganze Blatt gehen, sondern wirklich nur die Spitze bemalen, weil sonst das ganze Blatt kreidig und stumpf wird und ich persönlich möchte das nicht, aber vielleicht möchtet ihr das ja machen. Genauso gehe ich bei dem nächsten Blatt vor.
Das war die grüne Farbvariante. Denke, jetzt suche ich mir noch ein Blümchen für euch aus. Und das hier lächelt mich an. Schau mal auf meinem Zettel. Ich kann mich jetzt noch ungefähr erinnern, welche Farbkombination ich hier getestet habe. Und sobald ich die Farbkombination, ich werde sie gleich nochmal auf dem Zettel testen, bevor sie aufs Papier geht. Und wenn sie mir gefällt, werde ich die dann auch hier eintragen. In meinem letzten Video habe ich euch das ja schon ein bisschen vorgestellt, dass ich jetzt anfange, für jede Seite, die ich fertig mache in dem Malbuch. Das hier war der Goldfischteich. Dass ich mir die Farbkombination notiere und wenn ich Kombinationen hieraus haben möchte, dass ich dann weiß, welche Stifte ich benutzt habe. Und genauso möchte ich das für dieses Bild auch machen. Deswegen mal schauen, ob meine Farbkombination auch in Natura gut aussehen. Also, das ist so die erste Farbkombination, die ich testen möchte. 1031, 1017, 1019 und 1018. So, wenn ich die Farben jetzt so nebeneinander sehe, bin ich nicht so ganz glücklich, muss ich ehrlich gestehen. Ich denke, dass diese beiden Farben zusammen gut aussehen. Und ich glaube, das hier war mir ein bisschen... dunkel. Ja. Also ich probiere mal diese beiden Farben hier zusammen aus und hoffe, dass die Blume dann auch gut aussieht. Ich habe hier meinen kleinen Behälter und meinen Spitzer. Ich wechsle den Anspitzer regelmäßig, wenn ich merke, dass er stumpf wird, weil dann anfangen meine Minen schneller zu brechen und ich nehme meistens so einen durchsichtigen Anspitzer, weil ich aufhöre zu spitzen, sobald ich sehe, dass meine Mine spitz ist. So. Ich gehe diesmal von einer dunklen Mitte aus. Wieder mehr Druck in der Mitte und leichter, wenn man nach außen kommt. Mehr Druck, wo man möchte, dass es dunkel ist. Und leichter, wenn man rauskommt. Der Augenblick der Wahrheit.
hier sieht man noch so ein bisschen, dass ich hier so einen Absatz habe. Und da muss ich einfach nochmal mit der dunklen Farbe rübergehen und das rausmalen. Da hatte ich nämlich aufgehört, so doll zu drücken. Und dann ist da so ein Balken geblieben. So, wie gesagt, wenn ihr mit einer leichteren Hand arbeitet, noch nicht so viele oder noch nicht so eine starke Farbschicht auftragt, dann könnt ihr eure Fehler, die ihr macht, auf jeden Fall noch korrigieren. Buntstifte sind sehr vergebend. Der Nachteil an den Prismacolor-Stiften ist, dass man die nicht gut ausradieren kann. Aber dafür hat man eine sehr, sehr strahlende Farbqualität. Die hat man bei den Polychromos von Faber-Castell nicht. Ich finde, die Farben oder die Stifte haben eher so einen, ja, kreidigen, die sehen so ein bisschen ausgewaschen aus, meiner Meinung nach. Ich habe lange überlegt, ob ich mir die Polychromos kaufe und habe sie sogar noch auf meiner Amazon-Wunschliste. Da bin ich auch, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich glaube auch, dass ich die runternehme, weil mir die Polychromos doch besser, die Prismacolors doch besser gefallen. Wenn ich die, also ich habe hier, Moment, kurz zur Seite greifen, ein paar einzelne Stifte von dem Polychromos von Faber-Castell, die ich auch zusammen mit den Prismacolors benutze. Wenn ich mal einen bestimmten Farbton brauche, der im 132er Set nicht vorhanden ist. Aber ehrlich gesagt bin ich mit den Prismacolors mittlerweile so glücklich. Ich denke, ich bleibe auch dabei und werde mir nicht mehr die Polychromos holen. Ich habe von den Prismacolors das große Set. Also nicht das ganz große, ich habe das 132er Set. Ich träume immer noch irgendwann mal, mir das 150er Set zu holen. Wenn ich jetzt die meisten Stifte in diesem Set hier verbraucht habe, werde ich das wahrscheinlich auch machen. Und ich habe das 72er Set. Und das 72er Set habe ich bei meinen Eltern liegen. Mit einem Malbuch, wenn ich mal bei denen für ein paar Tage bin, dass ich ein bisschen was zu tun habe, falls mir langweilig sein sollte. Oder abends, wenn wir zusammen Film gucken, dann male ich auch einfach gerne nebenbei. Aber wenn ich hier bei mir zu Hause bin, habe ich das große Set auf jeden Fall. Und bin auch sehr glücklich damit. Ein bisschen über die Linie gemalt. Das ärgert mich gerade, aber wenn da noch ein Hintergrund dazu kommt, ich muss mir angewöhnen, mit dem Finger drüber zu streichen. Ich habe ja extra eigentlich einen Pinsel dafür, um die Farbkrümel so ein bisschen runterzuwischen. So, und die Mitte schmeiße ich hier schon Stifte durch die Gegend. Mache ich, glaube, in diesem helleren Farbton. So, das ist meine erste Blume. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Und ihr werdet auf jeden Fall noch weitere Videoausschnitte von mir mit diesem Bild sehen. Bis zum nächsten Mal. So, hallo, ich melde mich einmal wieder zurück. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen weiter gemalt. Das letzte Mal habe ich euch ja gezeigt, wie man
die Steine malt. Die habe ich jetzt fertig. Wie man diese Blätter hier malt. Und da habe ich ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich die Spitzen der Blätter ein bisschen rosa gemacht. Irgendwie hat mir da Farbe gefehlt. Und hier habe ich auch die endgültige Farbpalette. 908, 1096, 1089, 927, 928 und die 912. Die 912 habe ich zum Schluss von hier bis hier über das komplette Grün verteilt, um alle restlichen Grüntöne ein bisschen zu vermischen und ein bisschen mehr Frische reinzubringen. Ja, jetzt geht's einfach weiter mit diesen Blättern hier unten. Dafür habe ich mir die drei Farben ausgesucht. Ordnen wir sie mal der Reihenfolge nach. Die 911, 1096 und 1020. Hier mache ich es ein bisschen anders als bei den Blättern in dieser Ecke. Und zwar fange ich mit der hellsten Farbe an der Spitze an. Wie ich schon vorher erwähnt habe, haben diese hellen Farben manchmal so einen pastelligen Charakter, so dass sie die restlichen Farben, dieses strahlende Rot zum Beispiel, abdämpfen, indem da so ein wie eine Art Kreideschleier drüber liegt. Und um das zu vermeiden, fange ich jetzt erstmal mit der hellsten Farbe an und arbeite die anderen Farben mit ein. Thank you.
die Spitze langsam zu stumpf wird für die Details, spitze ich meistens den Stift nicht nochmal an, sondern nimm mir ein Bastelmesser und schabe an der Mine ein bisschen, um den Stift halt so anzuspitzen. Die Prismacolor Stifte sind sehr, sehr weiche Stifte, das heißt, die Mine verbraucht sich viel schneller als zum Beispiel bei den Polychromos. Aber dafür haben wir auch einen sehr viel weicheren Auftrag. Und damit sich meine Stifte nicht zu schnell verbrauchen, spitze ich dann lieber mit einem Bastelmesser die Spitze nach, anstatt jedes Mal den Stift neu anzuspitzen. So, weiter geht's. Und
den Boden hier unten mache ich später. Ich denke mir, dass ich mit der dunkelsten Farbe unten anfange und bis zur hellsten Farbe hochgehe. Deswegen mache ich das gleiche bei den beiden Ästen hier. Und damit die Farbe des Astes in den Boden mit rüber geht, fange ich hier mit der hellsten Farbe an. Gleiche bei dem. Thank you.
aber ein bisschen farbenfroher. Na. Thank you.
Wir sind jetzt beim letzten Teil des Videos angelangt. Und das wäre der Pastellhintergrund. Ich arbeite gerne mit Pastellkreide als Hintergrund, weil es einfach super schnell und einfach ist. Ich habe hier eine kleine Packung von den Faber Castell Pastellkreiden. Das sieht ungefähr so aus in der Packung. Und ich nehme hier einfach so ein kleines Pastellstück und kratze mir eine Ecke davon ab. Wenn der Hintergrund, den ich bearbeiten möchte, größer ist, dann würde ich das direkt aufs Papier machen. Aber da mein Hintergrund jetzt viele kleine Ecken und Kanten haben und so ein helleres Creme-Beige nehme ich auch noch. Ja, da mein Hintergrund sehr viele kleine Ecken hat und sehr detailreich ist, mache ich das diesmal ein bisschen anders. Wie ihr seht, man muss vorsichtig sein, weil man sofort das Zeug an den Fingern hat. Das ist halt wie Straßenkreide, ne? Ich arbeite entweder mit einem normalen Wattepad oder so einem Q-Tip und fange mit der dunkelsten Farbe unten an. Dafür nehme ich ein bisschen was mit meinem Wattestäbchen auf. Und wenn ich das jetzt hier aufs Papier reibe, sehe ich ungefähr, wie dunkel das ist. Und das ist okay für mich. So möchte ich es auch haben. Ich nehme ein bisschen mit meinem Wattestäbchen auf. Gehe auf meinem Hintergrund und fange an, es einzureiben. Ich mache den Hintergrund meistens zum Schluss, weil die Flächen, die man mit Buntstift bearbeitet hat, gerade wenn man so kräftig Farbe aufträgt wie ich, nehmen die Pastellfarbe dann nicht mehr so gut auf. Das heißt, auch wenn ich jetzt mit dem Wattestäbchen aus Versehen hier in die Blätter und so reinreibe, die nehmen die Farbe nicht mehr auf, weil sie mit der Farbe des Buntstifts schon übersättigt ist. Ich habe jetzt ein bisschen ausgetestet und gemerkt, dass die Hintergrund wirklich nicht mehr oder die Details nicht mehr die Farbe aufnehmen vom Pastell. Deswegen arbeite ich jetzt. Ich bin total traurig. Das Video hat leider mittendrin abgebrochen, aber wenn ihr möchtet, dann mache ich ein extra Video über Pastellhintergründe. Das wäre kein Problem. Ich kann kurz aber zu Ende erklären. Und zwar habe ich mit dem hellen Braun dunkel hier unten angefangen und bin heller geworden und habe mit dem Beige hier oben angefangen, ein bisschen dunkler und bin auch wieder zur Mitte hin heller geworden. Das sieht man jetzt leider nicht so gut. Es ist sehr hell der Hintergrund, aber ich wollte auch nicht noch mehr Farbe mit einbringen. Und ich habe den Auftrag dann zum Schluss komplett mit einem Wattepad gemacht, weil die Farben sehr hell sind und ich gemerkt habe, dass das hier keinen Einfluss auf meine mit Buntstift gemalten Sachen hat, weil ich dort schon genug Farbe aufgetragen habe, dass da nicht noch Pastellfarbe mit ins Papier aufgenommen werden kann. Bei
dunkleren Farben wie Blau, Lila, Pink, Rot würde ich das nicht unbedingt machen. Da würde ich vorsichtiger sein, ein bisschen austesten. Ich habe nämlich schon mal den Fehler gemacht, dass gerade die Gelbtöne, dass man das dort auf jeden Fall sieht, wenn man so dunkle Farben aufträgt. Da bleibt von dem Pastellstaub doch noch einiges hängen. Deswegen probiert aus, arbeitet vorsichtig. Wenn ihr möchtet, kann ich auf jeden Fall gerne noch ein Video machen für extra für Pastellhintergründe. Ansonsten einmal kurz aus der Halterung rausnehmen, zeige ich euch mal das ganze Bild. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet ein bisschen mitmalen und lernen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall die Daumen hoch. Abonniert meinen Channel, ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch immer über Kommentare und versuche auch immer zu antworten. Und ja, hoffentlich bis bald. Tschüss!